Hey Bastian, sag mal, kannst du nicht einfach nochmal kurz über meinen Shop drüber gucken und mir einfach mal ein paar Verbesserungsvorschläge mitgeben, was ich in meinem Shop ändern kann? Und genau darum wird es in diesem Video gehen. Ja, ich habe, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, in der Vergangenheit schon 1, 2, 3 Videos gemacht, wo ich euch Shop-Reviews gebe. Das heißt, ich nehme praktisch deinen Shop, falls du schon einen hast, und sag dir, was du in deinem Shop verbessern kannst, was nicht so gut ist, was du optimieren kannst. Und deswegen ist dieses Video, was du jetzt gleich sehen wirst, auch ultra, ultra wertvoll für dich. Ja, also dementsprechend auch der Tipp, schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn dann kannst du wirklich alle Tipps aus diesem Shop, den du jetzt gleich sehen wirst, mitnehmen und vor allem auch auf deinen eigenen Shop anwenden, wenn du schon einen hast. Und vor allem, also du siehst es jetzt gerade nicht, aber hier in meinem Office, ich habe hier direkt gegenüber von mir, habe ich ein riesengroßes Fenster und es ist gerade, wie spät haben wir? Wir haben 13.38 Uhr, es ist sonnig, es ist strahlender Sonnenschein und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der zu dieser Uhrzeit im Office sitzt, in irgendeinem Büro, in irgendeinem Angestelltenjob und sich denkt, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich will mein Leben selbst bestimmen können, ich will mehr Freiheit haben, ich will mehr Geld verdienen, was auch immer. Dann mach den Schritt, den ich vor Jahren selbst gemacht habe, bau dir ein eigenes Business auf. Geh raus aus der ganzen Geschichte. Unten in der Beschreibung findest du, by the way, an der Stelle auch den Link zu meinem Personal Mentoring, wo ich meinen Coaching-Teilnehmern eben beibringe, wie sie sich eine eigene Online-Brand aufbauen, wie sie sich ein Business aufbauen, wo sie aus diesem Angestelltenverhältnis nicht nur rauskommen, sondern deutlich mehr Freiheit und auch deutlich mehr Wohlstand in ihrem Leben einfach kreieren können, sodass du sowas Ähnliches wie auch ich jetzt gerade hier haben und einfach machen kannst. So, dementsprechend würde ich sagen, wir wollen jetzt gar nicht zu viel schnacken, sondern wir gehen jetzt einfach mal direkt in das Video rein. Ja, ich habe hier einen Live-Shop zugeschickt bekommen und jetzt gucken wir das Ganze an. By the way, eine Sache natürlich nicht vergessen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Like hinterlässt. Vorteil für dich ist, du bekommst dann von YouTube automatisch auch mehr von diesen Videos ausgespielt, wie du, sag ich mal, dir ein eigenes Business aufbauen kannst, wie du Geld online verdienen kannst. So, und jetzt aber genug geschnackt und jetzt springen wir direkt mal in unseren Shop rein. So, ich habe mir die ganze Geschichte vorher auch noch nicht angeguckt. Wie gesagt, ich habe die URL, ich habe die Shop-Adresse zugeschickt bekommen und springe jetzt hier einfach mal mit euch live rein. Ihr seht, das Ganze heißt vino-nicht.de. Also wie gesagt, ich habe das ja auch mit dir abgestimmt, also mit dem Teilnehmer aus der Community, der eben hier diese Shop-Review haben möchte, und ich werde dir das Ganze auch in absoluter Ehrlichkeit hier mitgeben, weil ich vermute ganz, ganz stark, dass das, was du bisher gemacht hast, dass du das nur mit kostenlosen YouTube-Videos probiert hast. Ja, weil allein, wenn du jetzt diese Seite hier am Anfang siehst, dann siehst du eben, dass sehr, sehr viel fehlt. Also erstmal, okay, es ist scheinbar eine Weinbrand, es geht scheinbar um die Weinnische. Das heißt, das sieht man daran, dass natürlich Vino erstmal hier mit in der URL mit drin ist, dementsprechend auch mit dem Logo. Das ist schon mal gut. Aber ich würde es nicht Vino nicht nennen. Also vielleicht habe ich jetzt gerade auch irgendeinen Denkfehler. Aber wenn ich irgendwo rein will, dann würde ich niemals ein Nicht dahinter hängen. Was gut ist, dass das Ganze eine .de-Adresse ist. Das ist eine deutsche Adresse. Manche machen ab und zu den Fehler, dass sie eine .com-Adresse nehmen oder eine .org oder was auch immer. Das stiftet normalerweise relativ wenig Vertrauen bei den potenziellen Kunden. Das ist gut, aber wie gesagt, ich würde eine ganz andere Domain nehmen. Ja, es ist schlecht, sage ich mal, sich zu merken. Es ist schlecht für die Nische an sich. Und dann hier hast du Vino nicht Fragezeichen. Du wirst wahrscheinlich eine Art Frage stellen. Ich würde es nicht machen. Ich würde auch kein Fragezeichen in den Brandnamen bzw. in das Logo hier mit reinpacken. Wenn du hier ein Weinglas mit reinpackst, kannst du an sich machen, wenn sich das Ganze, sag ich mal, um eine Weinbrand handelt. Aber dann ist es zum Beispiel auch so, ich würde dieses Glas hier niemals größer machen als die Schrift vom Logo. Ja, das heißt, dieses Element hier ist einfach nur ein Designelement, was du in das Logo mit reinpackst, aber es sollte nicht größer sein als die Schrift des Logos an sich. Und gleichzeitig ist es so, dass, geht es gerade ein bisschen ins Detail, aber dass halt einfach hier diese dicke Schrift mit diesem filigranen, mit diesem dünnen von diesem Glas hier einfach nicht wirklich zusammenpasst. So, das nächste, was hier natürlich absolut auffällt, ist, dass dieser Bereich hier, dieser Header einfach viel zu groß ist. Viel zu groß. Das muss viel kleiner sein. Ja, das heißt, diese Abstände hier, dieses Weiße muss viel kleiner sein. So, dann hier oben steht hier relativ wenig drin. Startseite, Damen, Herren, würde ich nicht machen. Da muss mindestens noch ein bis zwei Punkte müssen hier mit dazu, sodass das Ganze einfach, sag ich mal, größer aussieht. Du willst eine Brand aufbauen und nicht eine sehr, sehr kleine Variation hier drin haben. Wenn du runterschaust, du hast hier ein Bild drin. Dieses Bild geht nicht mal komplett über die ganze Seite, sieht also auch einfach nicht gut aus. Du willst ein Bild drin haben, was den kompletten Bildschirm ausfüllt. So. Zeig deine Liebe mit unserem coolen Merch. Du hast keinen Bezug zu Wein. Deine Schrift ist eher, sage ich mal, ja,
will jetzt nicht sagen 0815, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber du solltest eine Schrift haben, die eben vom komplett normalen abweicht. Dann zeig deine Liebe zu was? Du bist nicht in der Beziehungsnische, ja? Das heißt, wenn, dann solltest du die Liebe mit Wein mit reinnehmen. Genauso, ich würde niemals das Wort Merch hier mit verwenden, denn viele normale Leute kennen das Wort Merch nicht. Wenn du jetzt eine Umfrage auf der Straße starten würdest, du würdest die Leute fragen, was bedeutet Merch? Ich vermute mal, 90% davon haben keine Ahnung. So. Ja, das ist okay, aber erstens mal, wenn du hier alles in Schwarz-Weiß machst, dann solltest du nicht das als Einziges in Bunt machen. Gleichzeitig gehört sowas eher immer nach unten und nicht an diese Stelle nach dem ersten Bild. So, jetzt kommen wir in die Kategorien. Wir haben einmal die Kategorie Damen, wir haben einmal die Kategorie Herren. Wenn du das schon so machst, dann solltest du hier nicht auf der einen Seite einen Hoodie haben, auf der anderen Seite ein T-Shirt, sondern du solltest entweder beides mal T-Shirts oder beides mal Hoodies, aber nicht unterschiedlich. Amore Vino, Lebensqualität, Freude, Genuss, ja, ist für mich einfach wieder ein bisschen zu kurz, ne? Also da wächst du nicht wirklich Emotionen, nicht wirklich Gefühle. So, dann auch wenn ich hier runterschaue, wenn du hier schon sowas hast, erstens mal nicht Quicklinks nennen, kennen die meisten nicht, würde ich anders umbenennen und dann würde ich diesen ganzen Packen hier auf die linke Seite hauen und nicht auf die rechte Seite. Du hast hier, jeder, der beginnt irgendwas zu lesen, beginnt immer mit links. Und hier hast du auf der linken Seite ein komplettes Loch. Dann kommt der Newsletter. Leute scheuen sich eher vor dem Newsletter und dann kommen erst die interessanten Informationen. Das heißt, wenn, dann muss das darüber. So, jetzt schauen wir uns doch einfach mal, also wie gesagt, komplette Startseite, komplett überarbeiten, komplett anders machen. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Kollektion an. Wir beginnen jetzt einfach mal mit den Herren. Übrigens, hier oben, stopp, wir gehen nochmal eine Seite zurück. Was mir aufgefallen ist, versandkostenfrei ab 70 Euro. 70 Euro ist natürlich ein bisschen hoch angesetzt. Ja? Das heißt, wenn es jetzt Sommer ist, und dann müsste derjenige, wir gucken jetzt einfach mal, was du drin hast. Ja, der müsste, wenn er sich T-Shirts kauft, müsste er mindestens 3 T-Shirts kaufen, damit er über diese 70 Euro kommt. Ja, also das ist natürlich ein bisschen hoch angesetzt. Nächster Kritikpunkt ist einfach erstmal, wenn ich auf Herren klicke, dann bekomme ich ja alle möglichen Produkte. Das heißt, du hast hier, nee, noch schlimmer. Ich sehe gerade, ich habe auf Herren geklickt und ich bekomme hier Damen-T-Shirts. Das kannst du nicht machen. Das kannst du auf gar keinen Fall machen. Wenn, dann müssen wirklich nur Herrenprodukte kommen und hier nicht ein Premium-Damen-Shirt und hier noch einen Damen-Hoodie. Das kannst du nicht machen. Und wenn, dann musst du das Ganze auch nochmal unterteilen, ja, in T-Shirts und in Hoodies, wenn du das schon drin hast. Genau. Also wie gesagt, Herren immer unterteilen, T-Shirts, Hoodies, Damen genau das Gleiche. Gucken, dass bei der jeweiligen Kollektion dann halt auch wirklich nur die Produkte für Damen bzw. für Herren kommen. So, nächster Punkt, was man einfach sieht, wir gucken uns jetzt mal einfach die Designs an. Auch hier, wenn du ein Frauendesign hast, dann willst du hier nicht wirklich, wir machen es mal groß, einen männlichen Kellner drauf haben. Ganz, ganz wichtig, denk immer aus Endkundensicht und aus Zielgruppenperspektive. Ja? Das heißt, wenn, dann müsste hier eine weibliche Kellnerin drauf sein. Wenn wir uns jetzt aber nochmal die Designs angucken, sowas zum Beispiel, ja, da sieht man halt einfach, oder auch das da noch krasser, du brauchst einfach Designverständnis, okay? Du musst verstehen, warum sich Designs, die sich gut verkaufen, auch gut verkaufen. Und überleg immer, ja, du willst Weintrinker ansprechen. Weintrinker sind wahrscheinlich tendenziell zwischen 30 und 60 Jahre alt. Und jetzt überleg dir, welche Erwachsenen mit solchen T-Shirts hier oder auch mit solchen T-Shirts hier draußen in der Öffentlichkeit rumlaufen. Sehr wahrscheinlich kein Erwachsener wird mit einem T-Shirt rumlaufen, mit einem knallbunten Campingwagen oder was das ist und sowas hier drauf. Das heißt, die Motive sind einfach viel zu kindlich. Auch wenn man hier drauf guckt, die Deutschen oder der Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist halt einfach super, super dezent gehalten. Ja? Das heißt, so gut wie keiner wird mit so super bunten Designs rumlaufen. Und unabhängig davon, von der Farbe, du hast im Endeffekt in diesem Design nichts, was irgendeine Emotion weckt. Du hast einfach nur ein großes, buntes Glas. Ja? Und deswegen sage ich euch auch immer, 99% der Leute da draußen, die im POD unterwegs sind, haben kein wirkliches Designverständnis, geschweige denn ein professionelles Designverständnis. Es ist extrem, extrem wichtig, dass du A verstehst, welche Designs kommen grundsätzlich im Dachraum gut an, welche Designs kommen besonders in deiner Nische gut an. Das heißt, du musst ganz genau wissen, welche Plattformen und welche Tools kannst du benutzen, um nachzugucken, welche Designs sich in deiner Nische gut verkaufen. Und wie müssen Designs aufgebaut sein? Ja, nicht bunt, sondern dezent.
damit die Leute das Ganze eben auch tragen, vor allem auch öffentlich tragen können, ohne dass dich irgendjemand komisch anschaut. Ja, und deswegen habe ich ja allein bei mir in meiner Masterclass, habe ich glaube 20 bis 30 Videos, wenn nicht sogar mehr, wo es nur um das Thema Designverständnis geht, Designrecherche geht, damit du halt ganz genau weißt, was sich in deiner Nische gut verkauft. Ja, und deswegen vermute ich jetzt einfach auch mal, obwohl ich es nicht genau weiß, dass derjenige oder du, wenn du das Video jetzt gerade siehst, dass du das Ganze hier gemacht hast, den Shop, und halt einfach noch kein Designverständnis hast und auch ja, wahrscheinlich einfach auf gut Glück versucht hast, irgendwas mit kostenlosen YouTube-Videos zu erstellen. Ich sag mal, hier, das ist auch ein gutes Beispiel und das nehmen wir jetzt auch mal mit rein. Wenn du dir das hier anschaust, dann wolltest du hier natürlich deinen Brandnamen mit reinbringen, dieses Vino nicht. Nur das Problem ist, solange du noch keine große Brand hast, solange du nicht bekannt bist, bringt dir das, was da vorne draufsteht, gar nichts. Ja, das ist wie wenn jemand Produkte oder irgendwas machen würde und ganz groß Coca-Cola vorne draufschreibt. Wenn noch kein einziger Mensch Coca-Cola kennen würde, dann hat dieser Brandname, dieser Schriftzug Coca-Cola erstmal gar keinen Wert. Coca-Cola hat dann einen Wert oder auch Mercedes-Benz oder Porsche, Ferrari, Gucci, Louis Vuitton und so weiter, wenn dich die Leute kennen und wissen, wofür deine Marke steht. Das Design an sich ist deutlich besser, es ist dezenter, es ist schöner von den Schriften, aber wie gesagt, es bringt dir nichts, weil, oder sehr wahrscheinlich nicht viel, weil halt die Leute deine Marke noch nicht kennen. Dann, wenn wir uns das hier zum Beispiel anschauen, hier Vino, ja, die Schriftart passt zum Beispiel ganz gut zur Nische, aber ich kann nicht mal erkennen, jetzt zoome ich mich ran, was da drin ist, scheint irgendwie eine rosane Blume zu sein. Ja, ist halt unfassbar schwer und schlecht zu erkennen. So, jetzt machen wir das hier mal zu und schauen uns jetzt einfach mal die Produktseite anhand von zwei Beispielen an. So, wir haben jetzt hier einmal das Motiv, was wie gesagt nicht viel bringt, weil die Leute deine Marke noch nicht kennen. Aber vom Motiv ist es nicht schlecht. So, jetzt hast du erstmal einen riesengroßen Fehler drin. Du hast hier bei Farbe Hot Chocolate. Du hast bei Farbe Hot Chocolate stehen und erstens mal ist es Englisch. Alles muss in Deutsch angezeigt werden. Nächster Punkt ist, das sieht nicht aus wie Hot Chocolate, sondern es sieht eigentlich aus wie schwarz. Vielleicht habe ich jetzt auch schlechtes Auge, weil es in dem Raum hier ziemlich hell ist. Aber, wie gesagt, es muss die richtige Farbe drinstehen und in Deutsch. Nächster Punkt ist, okay, du hast hier praktisch Buttons mit drin, die, sage ich mal, dem potenziellen Kunden Sicherheit geben sollen. Nur der nächste Punkt ist natürlich einfach, dass die halt hier einfach viel zu groß sind. Ja, du musst das Ganze richtig reinkodieren und du musst es vor allem kleiner machen. So, dann schauen wir uns mal die Produktbeschreibung an. Dieses coole Motiv ist eine tolle Alternative zum alltäglichen Standard. Der Hoodie eignet sich außerdem perfekt als Geschenk. Wir bieten Qualitätsware auf höchstem Niveau. Einheitliche Farben in allen Männer-, Frauen- und Kindergrößen. Produktdetails. Die perfekte Alternative zum alltäglichen Standard. Überzeugt als zeitloses Unikat. Und dann kommt hier unten noch ein paar Details zum Produkt. Also Größe, Materialzusammensetzung und so weiter. Und hier ist aus. So, was kann ich dazu sagen? Also die Produktbeschreibung kannst du so auf gar keinen Fall machen. Ja, also ich gebe dir hier wirklich die ehrliche Meinung und das Feedback einfach aus der Erfahrung mit. Klingt wahrscheinlich gerade ein bisschen hart für dich, aber es ist wichtig und auch für alle, die hier zuhören. Du willst eine emotionale Produktbeschreibung. Das ist alles total rational. Ja, da geht es nur um Eigenschaften. Es interessiert im ersten Schritt keinen, ob da jetzt 80% Baumwolle, 20% Polyester drin ist. Ob es eine coole Alternative zum alltäglichen Standard ist. Das weckt keine Emotionen. Du willst dich in einer Nische positionieren und wenn du in einer Nische drin bist, dann willst du auch ganz genau den Humor und die Emotionen der Leute in dieser Nische triggern. Ja, und das machst du nicht mit einer rationalen Beschreibung. Das heißt, du darfst auf keinen Fall sachlich sein, sondern du musst die Emotionen mit deinem Motiv sowohl als auch mit deiner Beschreibung ansprechen. Ja? Das heißt, erster Punkt, du hast keine emotionale Produktbeschreibung drin. Und wenn du diese Produktbeschreibung dann drin hättest, dann hast du auch keine Angaben zum Versand oder du hast zum Beispiel, also zur Versanddauer, du hast keine Angaben zu den Versandkosten drin und so weiter und so fort. Du hast zum Beispiel auch keine Kundenbewertungen drin, was dir praktisch auch nochmal Social Proof gibt. Genauso würde ich das, ja, Cheapay würde ich zum Beispiel auch rausmachen. Und was fällt mir noch auf? Schauen wir mal noch, wenn wir das Produkt in den Warenkorb legen. Gehen wir mal auf Warenkorb einsehen. Okay. Logo hast du zumindest drin. Okay, gehen wir mal noch weiter zum Checkout. Okay. Auch hier im Checkout, ne? Also
Da solltest du auch dein Logo drin haben im Checkout, ganz, ganz wichtig, und nicht einfach nur den Namen des Shops. Ja, deswegen gehe ich auch immer bis zum Checkout zurück. Also du siehst oder auch ihr seht, hier ist extrem, extrem viel an Optimierungsbedarf. Ja, mach deine Produktseite vernünftig, mach deine Startseite vernünftig. Du brauchst unbedingt ein 1 Million mal besseres Designverständnis oder überhaupt mal ein Designverständnis. Du musst lernen, wie du richtig Recherche machst, welche Designs sich in deiner Nische gut verkaufen. An sich, die Nische Wein, die geht ja. Aber wie gesagt, Designverständnis, dann Kreierung von dem gebrandeten Shop. Ja, du kannst vieles, vieles besser machen. Du kannst noch viel mehr Conversion-Optimierer mit einfügen. Aber das sind natürlich auch alles Dinge, die du in den kostenlosen YouTube-Videos einfach nicht findest. Und das ist auch immer genau der Punkt, den ich den Leuten praktisch oder den ich auch euch versuche beizubringen. Wenn du wirklich ein tiefgehendes Wissen in einer ganz bestimmten Materie hast, dann wirst du das bei kostenlosen YouTube-Videos nicht finden. Ja, dafür brauchst du einfach ein Coaching. Das ist ganz egal, ob du das bei mir machst oder ob du das woanders machst. Aber du brauchst halt wirklich einfach das Wissen und die Erfahrung, und die kriegst du nicht über ein paar YouTube-Videos. Right, also das dazu. Ich hoffe, ich konnte sowohl dir, dem dieser Shop hier gehört, als auch allen anderen, die jetzt hier gerade zugeschaut haben und sich eigene Shops kreieren, weiterhelfen. Und dann kommt natürlich noch ein ganz anderer wichtiger Punkt dazu. Ja? Das heißt, wenn du dann den Shop hast, wenn du gute Produkte hast, wenn du einen gebrandeten Shop hast, dann ist es natürlich wichtig, dass du im nächsten Schritt auch wirklich perfekt im Marketing bist. Ja? Das heißt, Facebook-Werbeanzeigen, Instagram-Werbeanzeigen, Influencer-Marketing, E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Denn du willst einfach das Maximale an Cash mit deinem Shop generieren können. Und an dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat, dass ich dir weiterhelfen konnte. Dann würde ich mich als kleines Dankeschön natürlich über einen Like sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare habt, stellt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du das Ganze wirklich auf einem High-Level, auf einem professionellen Level lernen möchtest, wenn du nicht einfach nur 50 oder 100 Euro nebenbei verdienen willst, sondern wenn du dir wirklich ein richtiges, ein großes Business, eine eigene Online-Brand aufbauen möchtest, unten in der Beschreibung findest du den Link zu meinem Personal Mentoring, wo ich die Leute an die Hand nehme und auch dich oder dir das Ganze 1:1 zeige. Und in diesem Sinne, viel Spaß noch, viel Erfolg mit deinem Online-Shop. Bis zum nächsten Mal.